Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren wundervollen Ausgabe von Ausgabe, sage ich schon, das ist ja kein Magazin, das ist ja hier Bad Wars 1 vs. 1. Und dieses Mal geht's gegen den Peter aller Peters, obwohl es gibt auch noch DB2LP, also bist du der. Du bist der Peterle, Alter. Du bist einfach ein Peterle, der Peterle aller Peterles. Ja, grüß dich. Wie geht's dir hey, so? Hey, was geht's? Schön? Ab? Alles great? Alles wunderbar. Alles easy? Ja, ich würde sagen, läuft bei mir gerade so. Hast du Bad Wars 1 vs. 1 schon mal gespielt? Bist ja, du da geskillt drin? Und geht. Wie ist es ausgegangen? Ich bin verloren. Okay. Ja, ich bin eigentlich nicht so der Nicer-Dicer-Typ darin. Aber also ich bin also auch nicht so der berauschende. Aber du bist oft berauscht. Ja, auf jeden Fall. Das schon. Ich trinke halt sehr viel Cola. Light. Nee, live. Die neue Cola live. Die ja jetzt mega hart in ist. Ja, wir haben uns ja kennengelernt, das muss man jetzt kurz nebenbei erzählen, das muss ja immer so ein bisschen so, das ist jetzt das erste Video, das wir tatsächlich zusammen machen, ja, das sollte man ja irgendwie so ein bisschen, bist schon, was ist denn los, so Leute mag ich nicht, die irgendwie noch schneller als ich in der Mitte sind, weil eigentlich bin ich ein schneller Halunke, aber du hast da schon ganz schön, drehst ganz schön auf, kann das sein? Ja, also ja. Ich muss auch mal langsam loslegen hier, okay. Mir geht alles so langsam. Okay, alles klar. Ja, willst du erzählen, wie wir uns kennengelernt haben an diesem wunderschönen Sommermorgen in Köln? Meinst du da am Strand? Da am Strand, ja, am Strand in Köln. Alter, hatte ich gerade einen Bug. Oh Gott, ich wäre gerade fast runtergefallen, deswegen nicht so gut. Okay, okay. Läuft bei dir. So, jetzt warte mal ab. Bist du schon dabei, dir so einen Bogen zu machen? Ist das gerade so dein... Nö. Ist da so ein bisschen Bock drauf? Ja, wie war das nochmal, Digga? Wir haben uns nochmal kennengelernt. Ja, weiß ich nicht, aber dein Bett ist weg. Och Gott, Alter. Du hast mich abgelenkt, du Arsch. Es war ein bisschen fies jetzt gerade eben. Ich Alter. Dachte schon... Aber schön, Mensch. Die erste Runde, also ich bin ein bisschen in Form. Da labert der mich zu, weißt du, und ich dachte so, ja, der steht da irgendwo in der Mitte, ach Mann. Ah, aber es ist Best of Three, das heißt, es gibt natürlich jetzt eine Chance, das hier nochmal irgendwie rauszureißen. Du kleiner Frechdachs, Alter. Ich bin schon Frechdachs, das ist... Ja, du weißt schon, wie man gewinnt, ne? Ja. Ich habe mir zum Anfang der Serie halt all die harten Gegner eigentlich rausgesucht, das habe ich so gegen Sturmwaffel, was heißt harte Gegner? Vielleicht bist du ja ein harter Gegner und hattest gerade nur irgendwie in der ersten Runde so einen kleinen Schwächeanfall. Das ist ein Hänger. Einfach Hänger, du bist einfach mal kurz hängen geblieben. Ja. Ja, das ist mein Gehirn rebootet gerade. Das passt schon. Aber ich hatte am Anfang, hatte ich halt diese ganzen Hardcore-Gegner, weißt du, gegen einen Paluten oder gegen eine Sturmwaffel bist du halt einfach nichts, ein Nichts. Das stimmt allerdings. Also die Jungs, die gehen schon steil, muss man einfach so sagen, ne? Also richtig steil gehen die. Das ist dramatisch. So. Aber diesmal bin ich schneller in der Mitte als du. Ja, gönn dir. Bin ich mir sicher. Das ist keine Chance, Peter. Absolut gar keine Chance. Ja, ich sehe dich noch gar nicht. Ich meine, das ist okay, dass ich dich nicht sehe. Außer du fährst jetzt die Taktik, dass du dich richtig deftig ausrüstest und mir schon mal ordentlich aufs Maul geben möchtest. Das kann natürlich warten wir ab, was passiert, Kelos. Ich will nicht abwarten. Es ist wie Weihnachten mit dir zu spielen. Ich will, dass du jetzt kommst und da bist für mich. Wie so eine alte Barbie-Puppe, Alter, die dann irgendwann den Kopf abgerissen bekommt. Hast du Barbies geschenkt bekommen zu Weihnachten damals? Nee, ist da irgendwas bei dir? Nee, ich hatte Action-Man-Figuren. Echt? Ja, kennst du noch? Ja, kommt drauf an. He-Man oder Action-Man oder Action-Man? Nee, Action-Man, das ist der in diesem blauen Ding. Da gab's auch mal ein Hörspiel von. Da gab's voll viele von. Also, ja, Tatsache, ich erinnere mich. War wie eine Barbie für Jungs. Ich erinnere mich tatsächlich, dachte ich gar nicht, dass ich mich da jetzt dran erinnere, aber das ist Action Man. Da habe ich irgendwo vielleicht noch ein Hörspiel rumliegen, ich weiß bloß nicht wo. Action Man auf dem Fahrrad, der hatte alles. Der war ein Geheimagent. Ja, der konnte alles. Also da gab es mehrere Figuren, also so mehrere Sachen von. Und das war echt schon geil. Stimmt, ich erinnere mich jetzt erst, dass es sowas wie Action Man gab. Ey, du holst ja Traumata wieder hoch. Ja, heute bei Twitter schon Digimon. Stimmt, wir haben ja ein bisschen über Digimon getalkt, zwei Sätze auf Twitter, weil da kommt ja auch bald. Bist du jetzt gerade schon bei den originalen Digimon Adventures Staffeln, oder? Ja, also ich bin jetzt bei. Ich habe jetzt erstmal die Staffel 1 geguckt. Ja. Oh. Na? Alles Na? Gut bei dir? Na? Alles Wunderbärchen. Staffel 1 ist auch, ich dachte immer so, die zweite Staffel ist irgendwie nicht so cool, aber tatsächlich hat die zweite Staffel auch so einiges zu bieten, so an Hintergründen. Also ich habe irgendwie jetzt eine Pause gemacht gerade im Schauen. Ich habe mir die erste Staffel ziemlich schnell reingezogen. Ich habe da sogar ein Video drüber gemacht. Gibt's eine Jump League-Episode von, wo ich eigentlich nur über Digimon rede. Der Digimon ist auf jeden Fall richtig geil. Ja.
Oh, jetzt hab ich grad. Derp auf gezogen. Ob du mich triffst? Ah! Oder du fällst runter, das hast du gut gemacht. Ja, auf jeden Fall, Digimon ist halt richtig geil. Und ich konnte mich halt auch nur vage daran erinnern, was so wirklich passiert. Ja, das ist ja ein Ding, Peter. Was machst du eigentlich? Oh Mann, stehst du hier so entspannt rum und chillst ein bisschen? Du bist irgendwie drauf. Ne, Peter? Warum ist das Bett gerade? Ich hab das gerade abgebaut. Jetzt, Peter, warte mal. Wir bauen erst das Bett ab. Warte mal, Peter. So, erst das Bett und dann du. Auf jeden Fall war Digimon richtig gut. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Tschüss. Ja. Okay, das war Peter, meine Damen und Herren. Ein Let's Player, wie er im Bilderbuch steht. Es ist, wo bist du? Hä? Du stehst über mir, warum auch immer. Nein, Digga, ich steh neben dir. Nee, du stehst über mir. Nein. Peter steht über mir. Ich kann dir voll Gott, irgendwie gerade so... Ich bin Gottlike, Alter. Ich kann dir so richtig unter die Schuhsohlen gucken, wenn ich irgendwie Lust darauf habe. Ja, aber das war ja, weißt du, es war ja Best of Three. Du bist ja jetzt, also es ist ja eigentlich durch jetzt. Das ja, ja, klar. Das war dein, glorreicher Auftritt. Das war mein Untergang. Hast du noch irgendwas zu sagen, eine Abschiedsrede zu halten, oder? Also Leute, Digimon ist gut, tschüss. Richtig gut, wie du einfach irgendwie in das Video reingekommen bist, hast über Digimon geredet und das war's mal wieder. Jedenfalls, ihr könnt sehr, sehr gerne beim Peterle vorbeischauen. Da haben wir selbstverständlich, wenn der Gommes-Server anständig funktioniert, der hat derzeit nämlich ein paar Probleme. Wir wollten auch eigentlich erst eine normale Bad Wars-Runde bringen und jetzt hat aber Bad Wars 1 vs. 1 tatsächlich mal besser funktioniert als die normalen Bad Wars-Modi und deswegen musste Peter sich dieser Herausforderung heute leider stellen. Aber man hat wieder gesehen, dass er nicht dagegen ankam. Leider, leider. Aber wir haben sicher auch irgendwas für Peter aufgenommen. Das könnt ihr sehr gerne auf seinem Channel abstecken. Der Link abstecken. Ach, was ist los heute? Wenn ich mit dir rede, dann ist irgendwie, dann stirbt die Stimme. Naja. Jedenfalls, ja. Das könnt ihr auf seinem Channel abstecken. Abchecken. 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 Schwieriges Wort. Vielleicht soll ich mal mehr schlafen. Link steht in der Beschreibung. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir das sehr, sehr gerne in Form von Kommentaren und Bewertungen mitteilen. Tschüss jetzt. So. Ciao.